Unser Purpose ist auf Englisch Empower People to Create. Dass wir heute die Kompetenz des Menschen, also die einzelne Kompetenz von jedem Einzelnen in den Vordergrund rücken müssen. Und zwar nicht ich meine jetzt kein Kompetenzportfolio, sondern wirklich, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, was er für sich für richtig erachtet. Also dass man wirklich den Begriff auch ernst nimmt. Was Transformation bedeutet, ist halt wirklich, dass man die nächst bessere, höhere Stufe erreicht. Durch die Veränderung unserer Wirtschaft, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch die Komplexität ist vieles total sinnlos geworden, was 1982 total sinnvoll war. Also die Form der Zusammenarbeit. Regeln sind meiner Meinung nach dafür da, um gebrochen zu werden. Ich meine, ich glaube, wir sind im Moment ja in einer riesengroßen Experimentierphase. Dieser Begriff von New Work hat erstmal keine Definition, sondern es geht ja im Grunde darum, wie Menschen zusammenarbeiten und Wert schaffen. Welche Funktion hätte dann die Verwaltung? So ein Enabler, der schaut, dass diese Prozesse funktionieren, dass die Menschen onboarden können in dieses System, dass sie verstehen, wie das funktioniert. Also eher so eine organisatorische, koordinierende Kraft eigentlich. Eigentlich als erstrebenswertes Ziel sollte eigentlich jeder junge Mensch heute fähig sein, so arbeiten zu können. Das würde ich im Grunde als Netzkompetenz auch ansehen, die man dafür wäre im Grunde dann die Ausbildung, Schule, Hochschule eigentlich verantwortlich, solche Menschen zu entlassen, dass sie das beherrschen.